Die Vorbereitungen für das neue Jahr, welches natürlich im März beginnt und nicht im Januar, beginnen für mich jetzt schon, und zwar mit der Aussaat von Paprika, Chilis und Auberginen. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen. Da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen, alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Ja, ich beginne jetzt schon sehr früh mit den Aussaat von Paprika, Chilis und Auberginen. Das muss jetzt nicht unbedingt jetzt sein. Ich mache es einfach aus dem Grund, weil ich natürlich dann auch später Pflanzen weiter verkaufen möchte. Ich habe auch noch, natürlich auch die entsprechenden Möglichkeiten wie Folientunnel und Gewächshaus, dass ich die Kulturen früher rausbringen kann. Und natürlich, was auch für mich ein Hauptpunkt ebenso ist, ist, dass solche Kulturen wie Chilis und Auberginen, weil ich habe auch eine der schärfsten Chilisorten der Welt, das ist die Chocolate Reaper, die brauchen recht lange im Wachstum, und auch das Keimen kann auch bis, je nachdem wie warm es ist, auch 1 bis 2 Wochen dauern, wenn bei manchen sogar einen Monat. Deswegen möchte ich so früh wie möglich mit der Voranzucht beginnen. Deswegen mache ich das auch jetzt. Es führt auch dazu, dass wenn die Sachen gekeimt sind, dass ich da auch spezielle Pflanzlichter da auch bzw. LED-Lichter nutze. Ohne würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Da würde ich noch ein bisschen warten. Paprika langt auch locker bis Februar. Und wenn ihr nicht ganz so scharfe Chilis habt, dann geht da auch bei etwas milderen Chilisorten auch Februar. Und Auberginen machen manche auch sogar erst so im Februar rum. Also ihr habt da noch genug Zeit. Ich mache es jetzt einfach jetzt schon. Und habe auch dafür schon mal meine entsprechende Anzuchterde wieder zusammengemixt. Dabei habe ich meine eigene Komposterde genutzt. Die habe ich ungefähr ein Jahr lang verrotten lassen mit Bokashi, mit Pflanzenkohle, dass einfach die Mikroorganismen mit in der Kohle gespeichert werden, damit die halt auch Leben in dieser Erde mit dabei ist. Das ist mir am allerwichtigsten, weil die Pflanzen von den Bakterien leben, und je gesünder und bakterienreicher und pilzreicher die Erde ist, desto besser wachsen natürlich auch die Pflanzen, wie ich finde. Und ich habe halt meine Komposterde dann genommen und die mit Sand gemischt. Gibt auch im Internet, dass da welche, glaube ich, Komposterde, Humus und bisschen Mist, glaube ich, auch der abgelagert ist, und dann Sand jeweils ein Drittel zusammenmischen und das dann so ja, miteinander mischen. Ich habe das jetzt auch gemacht, dass ich halt ungefähr ein Drittel Sand genommen habe und 2 Drittel meine Komposterde. Einfach aus dem Grund, dass der Sand den Boden ein bisschen fluffiger und lockerer macht, damit die Pflanzen bessere Wurzeln bilden können und dass sich da vielleicht auch nicht so viel Staunässe auf einmal bildet, dass es da ein bisschen abfließen kann. Das ist ja auch eine super Eigenschaft von Sand. Also für mich einfach die wesentlichen Hauptpunkte, dass halt der Boden lockerer wird und die Staunässe meine jungen Pflanzen zum Beispiel auch nicht kaputt machen. Speziell für die Aussaat habe ich jetzt unter anderem Quickpots genommen und eine Schale, wo ich dann kleine Töpfe mit reingetan habe. In der großen Schale, da habe ich dann später die Paprikas reingetan, mehrere Samen auf einmal. Dann, wenn da mehrere einmal aufgehen, kann ich die zum Beispiel umpikieren oder einfach eine rausreißen, dass, wenn nur eine zum Beispiel nicht keimt, dass es dann nicht so schlimm ist, dass halt, wenn zum Beispiel einer nicht kann, dass der andere dann kann. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, die ich immer sehr, sehr gerne fahre, und die habe ich auch von meinem Vater gelernt, dass man einfach mehrere Samen zum Beispiel in einen Topf reintut. In die Quickpots habe ich jeweils einen Samen reingetan, und in die Quickpots habe ich dann überwiegend Auberginen reingetan. Da habe ich ungefähr 7 verschiedene Sorten, und bei den Chilis, da habe ich dieses Mal ein bisschen weniger Sorten, weil ich dann mehr auf Paprikas dieses Jahr gehen möchte, weil ich
Chilis nicht so gerne esse, weil aufgrund meines Essverhaltens, ich bin veganer Rohköstler mit der schleimfreien Heilkost, brauche ich solche Aufputsch- und Reizmittel nicht mehr, um meinen Körper mit Energie zu versorgen, beziehungsweise mein Körper, der hat da genug Energie. Ich muss keinen Kaffee trinken oder sonst irgendwelche Aufputschmittel wie Tee, scharfe Sachen, Ingwer, Kurkuma, um irgendwie wach oder vital zu sein. Selbst jetzt im Winter haben wir jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, an dem heutigen Tag hatten wir 11 Grad mit schönem Sonnenschein. Da bin ich auch so mit Muskelshirt und kurzer Hose rumgelaufen. Mir ist nicht kalt geworden aufgrund meiner Ernährung. Deswegen brauche ich halt solche scharfen Sachen gar nicht mehr essen. Die sind mir auch nicht mehr so bekömmlich. Deswegen baue ich die eigentlich nur für Freunde an. Genauso wie die Auberginen, die baue ich eigentlich auch nur zum Verkaufen für die Freunde an. Jedenfalls bei den Chilis halt ein bisschen weniger dieses Jahr, aber trotzdem immer noch zwei sehr scharfe Chilis, die über 1 Million Scoville haben. Das möchte ich dann doch nochmal mit dabei haben. Und dieses Jahr möchte ich halt ein bisschen mehr Paprika-Pflanzen anbauen. Deswegen habe ich auch viel mehr Paprika ausgesät. Und da schaue ich dann vielleicht dann, wenn die nicht ganz so viel aufkeimen, dass ich dann im Februar vielleicht nochmal eine La neue Ladung machen. Aber jedenfalls in den Quickpots 7 verschiedene Auberginensorten, 5 verschiedene Chilisorten und dann der Rest auch wieder 5 verschiedene Paprikasorten, aber da auch viel mehr an Paprikapflanzen. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung. Und zwar habe ich 2 neue Kurse veröffentlicht. Eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlage in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Saaten habe ich recht oberflächlich in die Erde reingedrückt. Am Anfang habe ich einen Finger genommen, habe dann gemerkt, dass die Samen an meinem Finger kleben bleiben. Habe ich dann später einen Stift genommen zum Reindrücken. Habe die jetzt, wie gesagt, ziemlich boden- oder oberflächennah reingedrückt, damit die halt noch Licht bekommen. Also Auberginen sind zum Beispiel Lichtkeimer. Ich glaube, bei den Chilis sind das sogar Dunkelkeimer. Ich lege da nicht so viel Wert auf Licht- oder Dunkelkeimer. Ich mache da immer gerne meine eigene Erfahrung von den Kulturen her. Nach meiner Erfahrung keimen halt Paprika und Chilis und Auberginen besser, wenn sie halt oberflächlich damit ausgetragen werden. Und so habe ich die dann einfach reingedrückt, ganz leicht. Und dann habe ich sie gegossen mit meinem Sprüher. Da habe ich auch nochmal zusätzlich effektive Mikroorganismen mit reingetan, damit halt nochmal die FEMs, also die Milchsäurebakterien, und diese Kulturen halt einfach nochmal die Samen zusätzlich unterstützen, damit die ja auch nochmal zusätzlich mit aufgenommen werden und auch nochmal gesunde und kräftige Pflanzen daraus wachsen, die natürlich jetzt erstmal schnell keimen werden. Pflanzschalen werde ich jetzt erstmal an einem warmen Ort stellen, ungefähr bei 25 Grad ist am optimalsten. Bei Chilis können es sogar bis zu 30 Grad sein, damit die halt einfach schnell keimen. Wenn sie gekeimt sind, werde ich sie etwas kühler stellen und natürlich auch unter Pflanzlicht dann auch stellen. Wie gesagt, ich habe spezielle LED-Lampen und hier die Beleuchtung, die ihr jetzt da auch von der Seite sehen könnt, für dieses Video. Das sind auch spezielle Leuchten, das sind Tageslichtlampen, die ungefähr einer ist eine Lichtdusche, die hat 10.000 Lux und die andere ist auch so eine Art Leuchter. Da habe ich es mir jetzt einfach nochmal speziell angeschaut und da habe ich auch letztes Jahr gute Erfahrungen gemacht, damit die Pflanzen ziemlich kompakt wachsen. Wenn sie gekeimt sind, dann stelle ich sie natürlich auch unter die entsprechenden Leuchten und werde sie auch dann versuchen, regelmäßig zu gießen. Ich habe da entsprechende Schalen genommen, damit ich sie von unten gießen kann, damit die Wurzeln nach unten bilden und von so ja einfach besseres Wurzelwerk bekommen und dann von unten das Wasser holen. Ein wichtiger Vorteil dabei ist auch, wenn man von unten gießt, dann ist halt wahrscheinlich oben die Erde etwas trockener. Und dann kommen die Trauermücken, gehen halt ungern auf trockene Erde und legen da ihre Eier nicht rein. Und dann habt ihr dann auch nicht mehr so viel das Problem, dass die Trauermücken eure Pflanzen schädigen. Das ist bei vielen das Problem. Und genau deshalb habe ich mir dann jetzt auch nochmal ein paar Nematoden geholt. Also hier, das ist für mich die beste Möglichkeit gegen die Trauermücken. Das sind so Fadenwürmer, die Nematoden. Und da habe ich jetzt mir für ungefähr 10 Quadratmeter welche geholt. Die sind in so einem Substrat, das werde ich dann im Wasser auflösen. Und dann nochmal bei mir überall die ganzen tropischen Pflanzen, die Süßkartoffeln, die Stecklinge, die ich überwintert habe, den Ingwer und den Kurkuma, den ich schon angesetzt habe, der in der Erde ist. Und die jungen Aussaaten werde ich dann mit diesen Nematoden begießen. Die gehen dann in die Larven, beziehungsweise in die Eier auch von den
Trauermücken und fressen die von innen auf und vermehren sich dann so. Also mit denen habe ich immer gute Erfahrungen gehabt und habe ich das Trauermückenproblem da überhaupt gar kein Problem gehabt. Und wenn man das nochmal zum Beispiel mit den Gelbtafeln unterstützt, dann sollte euren Jungpflanzen der Vorzucht überhaupt nichts passieren. So viel mit der Vorzucht von Paprika, Chilis und Auberginen. Ich werde dann mal schauen, ob ich dann die nächsten Tagen oder Wochen auch weitere Voranzüchte mache, beziehungsweise Vorkulturen. Ich werde vielleicht nochmal einen Salat aussehen, so einen Wintersalat, den ich in ein Traubeer reinmachen kann. Und dann werde ich auch noch versuchen, ein bisschen Blumenkohl oder andere Kohlsorten auch wieder im Januar vorzuziehen, damit ich die da auch wieder mit rausbringen kann. Aber so viel dazu. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten mit der Voranzucht. Auch wieder meine Erfahrungen mitteilen und meine Erkenntnisse, wenn ich eine neue bekomme. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch abonnieren und wer dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, weil dadurch wird mein Video auch vom Algorithmus mehr erkannt, wird auch anderen vorgeschlagen. Das heißt, es sehen eventuell auch mehr Leute. Das unterstützt natürlich auch mein Projekt und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mal eure Erfahrungen mit den Voranzüchten einfach auch in die Kommentare schreibt, beziehungsweise was zieht ihr jetzt vor? Ich habe mich jetzt zum Beispiel bewusst nicht für Physalis oder Pepin oder sonst irgendwas entschieden, weil ich die Sachen ungern anbaue und die einfach für mich etwas zu lange brauchen und ich möchte halt meine Fläche für etwas anderes nutzen. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien dieses Video teilt, verbreitet es einfach auf Social Media Plattformen, damit immer mehr Leute zum Beispiel auf mich aufmerksam werden, das Projekt auch hier unterstützen. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr unten in der Videobeschreibung, zum Beispiel PayPal, Patreon, Bankverbindungen, alles möglich, damit ich weiterhin für euch diese Videos machen kann und dieses Projekt hier auch am Laufen halten kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.